Badewetter herrschte am Samstagabend zwar nicht, trotz allem war das Strandbad im Wittenberger Ortsteil Reinsdorf gut gefüllt. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um den Geburtstag des Schwimmbades zu feiern, mit Kaffee und Kuchen, Musik und dem ein oder anderen kühlen Getränk. Organisiert wurde die Geburtstagsparty vom Karnevalsclub, der mit seinen 53 Jahren noch um einiges jünger ist als das Strandbad, das bewegte Zeiten hinter sich hat. Also entstanden ist das Bad, wie gesagt, vor 79 Jahren. Das war früher ein Abbaugebiet für Quarzsand, für die Quarzsandfabrik in Nudersdorf. Und dann wurde es von den Bewohnern zum Teil in Eigenleistung als Schwimmbad umgebaut. Es war mal direkt ummauert. Es hatte einen Zulauf vom Krähebach und hatte einen Ablauf über eine Schwabrinne wieder zurück zum Krähebach. Hatte eine sehr gute Wasserqualität früher und dann wurde es aber immer schlimmer, weil wir eine Fleisch- und Wurstfabrik haben hier und die haben dann nachher Blut, Fettabscheider hatten sie nicht. Dann war die Qualität vom Wasser nachher eigentlich schon nicht mehr so. Man konnte es nicht mehr betreiben mit diesem Bachwasser. Da wurde Trinkwasser genommen und Trinkwasser war ja eigentlich zu DDR-Zeiten nicht das Thema vom Preis, aber das ging nach der Wende natürlich nicht mehr, dieses Bad mit Trinkwasser zu betreiben. Dann stand das Bad kurz vor der Schließung. Mit Unterschriften wehrten sich die Reinsdorfer dagegen und erreichten, dass ihre Schwimmstätte zum Naturbad umgebaut wurde. Selbstreinigend und mit kleinem Fischbestand. Ein Schilfgürtel schafft ein nahezu idyllisches Ambiente, ein Spielplatz lädt die Jüngeren zum Toben ein. Das kommt gut an, nicht nur bei den Reinsdorfern selbst. Also dieses Schwimmbad wurde eigentlich schon immer von den Nachbargemeinden angenommen, sei es Nudersdorf, Strach, auch Wittenberger sind hier rausgekommen, weil wie gesagt, es hat eine wunderschöne Liegewiese. Piestet hat zwar auch ein großes Freibad, aber bei weitem nicht diese Idylle wie hier dieses Bad. Also für kleine Kinder ideal mit diesem Sand, wo sie da spielen können. Und also es wird angenommen. Auch die Geburtstagsparty kam bei den Gästen gut an und schließlich hatte auch Petrus ein Einsehen und schickte ein paar Sonnenstrahlen. Die reichten, um ein paar der Besucher in das kalte Nass zu locken. Im Laufe des Sommers werden sich das sicher noch mehr Strandbadbesucher trauen.